Willkommen am Mittelmeer. Ob Grill- oder Pfannengerichte, vegetarische Speisen oder leckere Desserts. Das Restaurant Medo in Siegburg bietet türkisch-mediterrane Gerichte in einem traumhaften Ambiente. Lassen Sie sich verzaubern und Ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeers entführen. Medo. Kulinarische Spezialitäten auf höchstem Niveau. Löschgruppe Eschmar erhält neues Löschfahrzeug. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Troisdorf sind auf reibungslose Einsätze und die hohe Leistungsfähigkeit der Troisdorfer Feuerwehr und ihrer 10 Löschgruppen angewiesen. Dazu zählen auch moderne und bestens ausgestattete Löschgruppenfahrzeuge. Ein neues Fahrzeug wurde im Februar von Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski und der Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Stefan Gandelau, der 14-köpfigen Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr in Troisdorf-Eschmar unter der Leitung von Löschgruppenführer Herbert Dahm offiziell übergeben. Wir sind seit jetzt 106 Jahre alt geworden haben jetzt in der Zeit also das dritte Fahrzeug bekommen. Einmal jetzt dann unter meiner Führung als Löschgruppenführer. Dieses neue Löschgruppenfahrzeug bietet also alle optimalen Möglichkeiten, die wir im Rahmen unserer überschaubaren Einwohnerzahl hier in Eschmar und so weiter nutzen können und sind sehr froh und glücklich darüber, ein solches Fahrzeug in Betrieb nehmen zu dürfen. Stefan Gandelau dankte den Vertretern der Stadt, darunter zwei Mitgliedern des Bau- und Vergabeausschusses, für die Investition der letzten Jahre in eine moderne, beispielhafte Ausrüstung, angemessene Räume und einen mustergültigen Fuhrpark. Dazu gehören auch ein neuer Einsatzleitwagen, der in Eschmar ebenfalls vorgestellt wurde. Die Troisdorfer Feuerwehr verfügt über 32 Fahrzeuge. Das neue Löschgruppenfahrzeug LF10 Allrad der Firma Schlingmann verfügt über einen Tank mit 1600 Liter Löschwasser und eine Feuerlöschkreiselpumpe mit einer Fördermenge von 2000 Liter pro Minute. Das Fahrzeug hat eine verbreiterte Mannschaftskabine. Hier können sich Wehrleute mit 3 Atemschutzgeräten gleichzeitig während der Fahrt zur Einsatzstelle ausrüsten. Zur Normbeladung gehören ein elektrisch betriebener Überdrucklüfter, ein mobiler Rauchschutzvorhang und ein ausfahrbarer Lichtmast mit 4 Xenonscheinwerfern für Nachteinsätze. Das Fahrzeug kostet 274.000 Euro, hat 290 PS und löst das Alter aus dem Jahr 1993 ab. Ich hoffe mir, dass es auch Ansporn bietet, jetzt in der schweren Zeit, möchte ich das so benennen, dass es also immer weniger ehrenamtliche Kräfte in die Einheiten der Feuerwehr zieht, weil also das Ehrenamt als solches nicht mehr so geprägt ist, wie es damals war und die Jugendlichen heute doch eher anders orientiert sind. Ich finde es toll, dass wir also die Möglichkeit geboten bekommen haben, noch mit einem neuen Reiz, das heißt einem neuen Fahrzeug, auch noch Jugendliche ansprechen zu können, die sich vielleicht dann mit der Feuerwehr identifizieren können.